Euch ist Loserside. Aber wir müssen jetzt einen neuen Namen hinzufügen, weil ich hab's schon vorbereitet, gell? Ich weiß, Leute. Ja, die Production kriegst du vielleicht noch hin. Bei Euch so ein L dahinter zu machen, das ist ein bisschen tricky jetzt, aber kriegen die hin, ich hab Vertrauen. Das Ding ist auch, wir können einfach sagen, dass, wir sagen einfach Euch L. Euch L, genau. Wir sagen es einfach Euch L die ganze Zeit. Genau. Ja, aber Production nochmal danke, ne, dass die hier die paar Leute jetzt übernommen haben. Vor allem Laura. Larus21 ist ihr Tag. Sie hat mich schon beschimpft, dass ich nicht die 21 hingetan habe. Aber ja, nochmal Shoutouts, weil mega korrekt, dass da einfach die ganze Production übernommen wird. Ja. Jetzt sieht es ja wesentlich aus. Und auch spontan. Spontan vor allem, ja, genau. Wir sind hingekommen und hatten quasi gehofft, dass jemand die Production übernehmen kann. Und dann haben es wirklich Leute einfach gemacht. Also ja. Besser geht's nicht für uns sozusagen. Und ja, Grand Finals Best of 5. Wir schauen mal, ob Euch jetzt ein Game holen kann. Ich weiß, ob er uns vorhin zugehört hat. Er kam mir gerade in den Raum an, als wir gesagt haben, dass er etwas. Etwas dringend ändern muss. Also er muss komplett anders rangehen, muss eine komplett neue Idee suchen, mit der er dann gegen Quick spielen wird, damit er einfach ihn vor komplett neue Probleme stellt. Weil so wie es jetzt ist, klappt es nicht. Okay, ich weiß nicht, ob er uns zugehört hat, aber mal schauen, ob er es jetzt machen wird. Ja, ich bin auch gespannt. Also er könnte jetzt mal was ganz anderes auspacken. Es könnte auch sein, dass er was anderes auspackt und komplett kassiert. Na, aber sowas kann man auch probieren, ne? Aber das Ding ist, er hat jetzt 15 Games in Folge verloren. Ja, genau, ist eh egal. Wenn er jetzt komplett kassiert, ist es egal. Genauso wie immer eigentlich. Ja. Deswegen, ich glaube, er hat gerade eine schöne Position, wo der sehr viel probieren kann einfach. Ja. Und wir hören gerade schon von Mino den Trash-Talk. Ja, ist doch eh klar, wer gewinnt. Ich glaube, erst ein bisschen salzig. Ich glaube auch wieder ein bisschen salzig, glaube ich, ja. Salzig, man sieht ihn an. Ja, der kriegt eh Payout. Wow. Okay, ich bin ein schöner dritter Platz von Mino. Ja. Und ich weiß nicht, ob die Jungs jetzt schon am Setup sitzen, ob die bereit sind für das. Ja, doch, da ist es sogar schon. Ist es schon da. Ja, Production ist hervorragend. Ja, okay, Euch, Loserside, ne? Die Namen sind gerade ein bisschen falsch rum, aber wir merken uns einfach Euch, Loserside. Aber ich denke mal, die meisten wissen schon Bescheid, dass ich denke, hier Loserside ist. Ich denke auch. Leider, wir können halt nur die Zettel hinlegen, manchmal beachten das die Spieler nicht. Man muss auch respektieren, dass sie halt sich gerade einfach aufs Gameplay konzentrieren. Ja, wollen, ja, ne? Das stimmt eigentlich. Oh, okay, Abi hat wieder keinen Bock zu funktionieren. Schauen wir mal. Also Quick ist extrem gut gegen Euch drin, aus der Corner zu spielen. Und mal schauen, ob Euch es diesmal besser hinbekommt zu Fresher. Und da haben wir wieder das gleiche Muster, ne? Die Vorher gepunished mit der Abi. Ganz genau. Und auch diese Rising Nair. Das wäre auch ein Abi wahrscheinlich gewesen. Das war auch tatsächlich im Set davor sehr häufig so, dass Euch, wenn er aus der Corner rausgelaufen ist, ins Neutral zurück Richtung Center Stage, mit der Rising Nair kam. Und das ist halt einfach so, muss nur mal ein Free Punish. Ja. Ich denke, er muss vielleicht, also jetzt sind wir schon in dieser Phase, das war knapp auf jeden Fall, aber noch nicht ganz so. Aber ich denke mal, jetzt in dieser Phase können wir auch versuchen, selber mal auf Ideen zu kommen, was könnte er jetzt ändern. Ne? Ich meine, an sich mag ich es nicht, wenn so kommt, hätte so sagen, er sollte das und das machen. Wir aber können nicht sagen, was das er machen soll, wir können nur Ideen vorschlagen. Genau, Ideen vorschlagen und vor allem Euch, der ist schon so tief drin, ne? Sein Set-Record, ich glaube, es kann nicht mehr schlimmer werden. Können wir mal Ideen auspacken, weil ich glaube, er könnte vielleicht mehr mit Grounded Pressure arbeiten, mit Downtails vielleicht. Weil die ganzen Area Pressures, die kann man sehr leicht darauf reagieren mit der AP oder Shield. Mhm. Aber wenn jetzt ein Run-Up Downhill machen würde, ich denke nicht, dass Marcel darauf reagieren kann. Ich denke sowas. Genau sowas. Ja. Habe ich gehört, glaube ich. Ich finde, was auch sehr wichtig ist, ist, dass man kann sehr gut mit Empty Lens mit Sheik arbeiten, weil sie einen guten Fastfall hat. Für Charaktere wie Wolf oder Captain Falcon, die können, die gehen ja nicht für Tomahawks, sondern die gehen für, die fallen vor dir runter und schilden dann. Ja. So, das ist halt relativ schwer für Samus, damit umzugehen. Oder sogar sowas wie Air-Dodge raus oder so, um es wirklich nur genau, zu baiten. Einfach nur um die Upbeat zu baiten. Es ist einfach so, dass er seine Pressure wieder zurückbekommt, weil die Nair von Sheik und die Fair, die sind so unlaggy, dass wenn er nicht preemptive Upbeat drückt, der Samus-Spieler, dann kann er nicht Upbeat drücken. Und das ist dann, man muss Samus die Möglichkeit nehmen, preemptive Upbeat zu drücken. Ein bisschen zu aggressiv wieder in der Corner. Und das hat gerade echt viel. Das wird killen. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, und wenn er da nochmal rausgefallen wäre, hätten wir vielleicht das Setup kontrollieren müssen. Das wäre vielleicht ein True Scam gewesen. Ja, ich finde es immer nochmal gut. Game 4, ja genau, so war es richtig. Aber genau das ist das Szenario, was Euch gar nicht haben will. Das ist gerade etwas, was auch sehr viel passiert ist. Da kann man vielleicht immer drüber sprechen. Samus ist so schwer zu Edgeguard. Es hat noch kein Edgeguard funktioniert eigentlich, solange Samus alle ihre Ressourcen hat. Ja. Und er ist dann halt sehr häufig wieder in den Disadvantage reingekommen. Er ist irgendwann in der Ledge. Samus kann dich Ledge trappen. Und wir sehen, was daraus passiert. Alter, wir sehen, was daraus passiert ist. Er hat komplettes einmal Reversal war das, ne? Ganz genau. Und das ist so teuer auf dem Level gegen einen Spieler wie Quick, dem darf man nicht einfach for free Ledge Pressure geben. Du musst dich das vorstellen, sagen wir mal, Der Gegner ist dann an der Ledge oder das Offstage ist Stufe 3 und du bist einfach von. Du hast ihn in Stufe 3 und jetzt bist du in Stufe 3. Genau, weißt du? Das ist das schlimmste Szenario, das schlimmste, was passieren kann. Das schlimmste Reversal praktisch uns. Oh, und das war's. Das ist hart, ey. Ein 3-Stock sogar. Brutal. Es ist brutal, weil es ist für Euch extrem schwierig, das zu ändern. Ja, ich glaube auch. Und jetzt ist auch noch so, die Mentalität ist auch noch eine große Rolle, gell?
Vor allem jetzt zwischen den beiden Spielern. Was haben wir schon vorhin gesagt mit den Bracket Demon? Ja. Also schon längst in seinem Kopf, dass er eigentlich gegen Quick meistens immer verliert. Oh, guck mal, da ist sogar ein L. Bei euch krank. Ach, hervorragend. Hervorragende Production. Die Production ist, also, das ist ja wirklich. Oh, er geht Mewtwo. Das ist aber sein Smash 4 Secondary. Mhm. Und er spielt auch, ist sein einziger Charakter, den er abseits von Sheik noch spielt. Ja. Joker spielt er gar nicht mehr. Unser Mewtwo ist ganz gut, aber... Sein Mewtwo ist fein. Sein Mewtwo ist gut, aber er hat ja auch ein bisschen... Der hat ja Wally letztens besiegt, ne? Aber weißt du was? Er hat uns eigentlich, glaube ich, gehört. Was radikal anderes. Ja, ich glaube, anders geht wir, gar wir, nicht. Wir meinten eigentlich ja mit Sheik. Ja, genau. Das habe ich heute verstanden. Ich glaube auch. Egal, aber, schau mal. Weißt du was? Es ist besser, als weiter Sheik zu spielen. Also genau so weiter Sheik zu spielen. Ja, ja. Oh, er hat keinen Double Jump mehr. Und er momentan läuft sehr gut eigentlich. Er hat keinen Double Jump mehr. Ich glaube, er ist tot. Nice. Wenn euch das jetzt realisiert. Jetzt schießt. Oh, ja, hervorragend gemacht. Das ist Zero to Death. Hey, ich glaube, genau das hier meinten wir eigentlich. Genau. Das meinten wir. Downed vor der. Alter, was und hier los? Mewtwo ist ein extrem unangenehmes Matchup für Samus. Ja, weil also Samus darf nichts, was sie normal so macht, kann sie gegen Mewtwo machen. Er hat ja praktisch auch einen Charge Shot, mehr oder weniger, so ein Shadow Ball. Er hat einen Command Grab, der Kill confirmed. Alles, was Samus gerne macht. Nur gegen Samus klappt es, oder wie? Klappt es gegen Samus? Command Grab? Side B? Ja, Side B into Forward, er klappt. Ich glaube, er gegen viele Charaktere. Aber gegen Samus auf jeden Fall, aber auch Down Throw Forward, er klappt gegen Samus auch manchmal. Bei gewissen Prozenten. Also es sind viele Sachen, die einfach, Samus fühlt sich richtig, richtig schlecht gegen Mewtwo. Und ich weiß leider aus geheimen Quellen, dass er das Quick in Freeplay gegen Otex Mewtwo ziemlich abgekackt hat. Ah, okay. Das war leider Information, obwohl er gegen Wally noch gewonnen hat, ne? Das ist zwar gegen Wally gewonnen, aber das ist halt, das ist ein unangenehmes Matchup. Und krank, ey. War das ein Regrab? Ich glaube, der hat einen Get-Up gepunished. Get-Up. Es kann auch sein, dass er vorher, ich habe leider nicht genau hingeschaut, aber Tether cancelled hat, deswegen weniger irgendwie hat. Aber man sieht einfach, das Matchup ist richtig unangenehm zu spielen. Er gewinnt einfach sein erstes Game gegen Quick seit gefühlt 5 Jahren oder so. Ja, einfach mit Mewtwo. Und der Edge Guard ist free eigentlich. Ah, okay, weil er Charge Shot geladen hat, also den Mewtwo Charge Shot. Weil er den Mewtwo Charge Shot geladen hat, hat er nicht die Chance gehabt, seinen Drift zu verändern. Er ist nicht tot. Ist schon? Okay. Sheik leichter als Mewtwo, weißt du das? Sheik ist leichter als Mewtwo. Boah, krank. Ja. Das heißt. Oh! Okay, wow, also er war zu spät. Ich glaube, Fake News von dir, oder? Nee, er war zu spät. Ah, okay, zu spät. Ja. Und die Prozesse. Er ist zu weit weg. Okay. Also, ich wollte nicht ausreden. Hier ist mal im Glas. aber das ist halt, was vor allem bei Mewtwo wichtig ist, was man auch bezüglich Oik nochmal sagen kann, Oik hat Probleme mit Charge Shot, Oik hat Probleme mit Up-B. Mewtwo muss mit keinem von beiden dealen, weil er es kann for free, er hat einen Reflektor, Samus kann nicht for Was war das für ein Knockback? Das ist, wenn du Aerial Down-B triffst, also Aerial Confusion. Ah, dann kommt dieser komische Knockback, ja. Und, okay. Also er hat auch einen mega krassen Lead. Und Mewtwo's Juggling ist insane gegen Samus. Abtilt und Up-Air sind unfassbar gut. Gute Up-Airs, die so eine riesen Range haben, wie jetzt Corrin zum Beispiel oder Mewtwo, sind extrem wichtig gegen Samus, weil dann klappt keins von diesen Down-B-Mix-Ups. Absolut. Und Mewtwo hat einen extrem guten Grab gegen Samus. Ja, ey, das war ja ein mega dominantes Game. Absolut. Absolut, aber das war erst der Anfang. Das war erst der Anfang. Jetzt hat Quick erstmal Zeit. Erinnerst du dich, als ich bei True Power Spotlight gegen Otek gespielt habe, gegen Mewtwo? Ich wurde auch im ersten Game mit 3-Stock. Man hat Zeit zu adapten. Besser, ne? Ganz genau, und letztes Mal war Last Dog. Ach, hast du noch gewonnen am Ende? Nee. Last Dog verloren, ey, erinnere mich nicht daran. Daran wollen wir nicht reden. Okay. Ja, aber ey, ich wollte nicht über das. nicht über den Lost nachher reden, weißt du? Ich wollte über das Adapten reden. Stimmt, über das Adapten. Jetzt mal sehen, was der Quick da machen kann. Ich meine, er hat gegen Wardy genauso gespielt. Erstes Game verloren gegen sein Mewtwo. Zweites Game gewonnen und Wardy auf jeden Fall auf dem. Hat schon etwas höheren Level als Oik, aber kann man schon so sagen. Das ist eigentlich auch ganz interessant jetzt, weil, wie gesagt, Oik kann jetzt gegen Quick so spielen, wie er gerne spielen will. Er kann seine Art, das Game zu spielen, spielen, weil Mewtwo das ihm einfach erlaubt. Ja, das heißt, sie können jetzt auf dem Level playing. Ja, das stimmt. Ja. Und ich glaube, für Oik ist auch mega wichtig, wenn er jetzt mal so ein bisschen neue Schwächen vom Charakter entdeckt, kann er vielleicht im Nachhinein dann mit Sheik noch anwenden, wenn er irgendwann wieder das Matchup spielen wird. Aber jetzt Mewtwo auf jeden Fall die richtige Wahl und ich denke mal, wird für den Rest des Sets Mewtwo bleiben. Ich meine, so weit ist er noch nie gekommen. Und Battlefield ist tatsächlich für Mewtwo keine schlechte Stage gegen Samus. Würde man vielleicht denken, weil die Stage eben die Top-Plattform hat, auf wo man mit Up-B von Samus direkt drauf landen kann und nicht gepunished werden kann. Aber Mewtwo lebt extrem lange auf dieser Stage gegen Samus. Und eben weil er Samus edgeguarden kann, kann Samus halt auch mal früh sterben gegen Mewtwo. Und das ist halt, man hat selber noch die Early Kill Pressure. Und Samus killt einfach deutlich später auf der Stage. Was war das für ein Abi? Also wenn das geplant war, war es ja... Das war geplant. Direkt auf die Plattform drauf. Ja. Das war heftig.
Aber interessant, dass er und eben sowas okay. Auch. Du kannst so viel rummixen. Ja, das stimmt. Also das war gerade irgendwie drei Mixers auf einmal und am Ende hat es doch noch irgendwie. Sehr schöner Punish. Ganz wichtig, diese Sachen zu punishen. Das war gerade eine Art Gimmick, das Quick benutzt hat, so mit dem Bomb auf der Plattform zu landen, mit näher runterzukommen. Aber wie hat das gekillt? Oh, was? Ich glaube, er hat irgendwas da hinten gemacht. Ich glaube, er hat irgendwie seine Backair gemacht oder sowas. Ja, genau. Um aus dem Tumble rauszukommen. Das sah nicht nach einem Kill eigentlich. Nein, das war glaube ich, kein regulärer Kill. Das war ein halb SD. Eigentlich mega wichtig gerade. Der Leads, den er davor hatte im Game davor, ne? Ah, warte mal, ich weiß, wie es geht. Der muss Jump Side B machen, dann Jump Forward. So ist es. Ground geht das nicht. Okay. Ich hab's gerade gesehen. Jump Side B Forward ist es, ne? Ja. Okay. Ach, stimmt, da kann er den Double Jump einfach machen. Ja, genau. Deswegen. Ja, ja. Hat sogar Sinn. Okay, ich glaub dir mal. Ja, ich wurde so häufig dadurch getroffen, ich weiß, dass es geht. Boah, jetzt wieder das Corner Pressure von Quick. Ja. Also, wenn Der Reflekt noch war fast draußen. Ich glaube, es war Startup. Es war ein bisschen der Lag, ne? Das war der Startup von schon quasi den. So, ich dachte, es war die Lag-Animation von der AP, ich weiß gar nicht. Nee, das war schon ein Startup. Das war sehr, sehr knapp. Ich meine, der Reflektor ist nicht der schnellste. Ja, oh, aber der Roll-Read hier von Oik. Das kann vielleicht ein Anfang sein von einem Comeback. Ich meine, davor hat er den Zero to Death gekriegt. Vielleicht. Ne? Aber muss schon sagen, Quick, wenn er ein Lead hat, dann ist das praktisch so eine Mauer, die man dann. Diese Forward Air ist tatsächlich safe und shield gegen Samus AP. Wenn du die Forward Air richtig machst und dann shieldest, kann er nicht geupied werden. Das war alles die Sachen, die unangenehm sind für Samus damit zu dealen. Ja, ich merke schon, du magst den Matchup nicht, gell? Ich aus Gründen, ich habe ja Gründe aufgenommen. Ja. Aber ich mag es wirklich nicht. Oh, was ein Shield Pressure. Forward Air zu F-Smash. Und jetzt hier die Nair. Ah, kenne ich ganz den Fallout mit der Grab. Oh, geht richtig für den Heartread dann. Ich glaube, sowas braucht er auch. Sowas braucht er gerade, Szenario. Ein ganzes Stock hinten. Ah, Mewtwo, den man kennt, mit seiner Hitbox. Oh, aber das ist Edge-Guardable. Kriegt er das? Ja, er bekommt. Oh, das war ein bisschen... Was passiert ist, dass der nicht die Ledge recognized hat, sondern Mewtwo. Ja, aber wenn man dazwischen steht, ne? Ja, aber er war in der Nähe, Und das kann sein. Der Klassiker, ne? Die Bombe und dann, ja. Ja, schön gespielt von Quick. Aber es war immer noch... Sagen wir mal so, besser als ich. Und es war jetzt auch bei der Stage so, dass Oik eigentlich nicht seine Vorteile auf der Stage ausnutzen konnte. Sein gutes Juggling auf der Stage. Also Juggling ist sehr, sehr gut für Mewtwo. Seine Extensions auf der Plattform sind auch okay. Quick hat das halt sehr gut ausgenutzt. Er ist besser aus dem Disadvantage gekommen. Er hat sehr viel besser seine Stage-Kontrolle ausgenutzt. Weil, finde ich, auch bei Battlefield kann man sehr gut Kontrolle über die Stage behalten. Und jetzt bin ich gespannt, welche Stage jetzt kommt. Vielleicht wieder, welche eigentlich gut ist für Mewtwo. Weil ja, ich weiß nicht, ob Oik genau weiß, welche Stages gut für Mewtwo sind. Ne? Weil ich denke mal, das Matchup hat er auch nicht so oft gespielt. Aber er nimmt anscheinend Small Battlefield, was auch eins von Quicks Lieblingsstages ist. Aber er nimmt die Stage einfach häufig wegen der Musik. Also er will Capoeira, glaube ich. Genau, Oik, jemand, vielleicht weiß gar nicht. Ich glaube, viele wissen es nicht, aber er hat früher extrem intensiv Capoeira gemacht. Und deswegen macht er hier immer diesen Capoeira-Song an. Ja, genau. Das gibt ihm wirklich auch nur Power. Das ist wirklich so. Und Small Battlefields, würde ich sagen, ist eine recht even Stage zwischen den Charakteren, aber es geht halt so, beide Charaktere haben halt einen starken Advantage-State gegeneinander. Deswegen ist hier halt extrem wichtig ist, das tut sehr weh. Oh, guter Reflektor. Das war aber auch sehr, sehr wichtig. Und das sieht man jetzt gerade, der geht ja für den Charge. Ja. Er hätte tatsächlich das noch ein bisschen weiter pushen können. Er hat noch nicht ganz so die Range, wo er Advantage pushen kann, weil er steht noch ein bisschen diagonal oder horizontal von Samus weg. Aber er muss eigentlich mehr die Abwehr ausnutzen. Einfach, wenn man unter Samus steht und die Abwehr benutzt. Absolut. Uptilt auch so leckless, dass Samus als Floaty, wenn sie mit einem Air-Dot runterkommt, tatsächlich kann er nachher direkt wieder einen Move drücken. Er ist tot. Der Buffer mit der Nähe, das tut sehr, sehr weh. Ja. Es war so wichtig für ihn, ein Lead zu kriegen. Hatte Get Up Attack gebuffert, leider. Ja. Jetzt. Oh, das war schön, wirklich sehr, sehr schön. Das ist eigentlich der Wadi mit den Dingen, die Jump Get Up so callout. Genau. Oh, okay, ein Trade. Oh mein Gott, das ist ei. Man sieht auch, Oik lacht darüber. Ja, wie ist das überhaupt passiert? Hat sich, glaube ich, auch gewundert. Schön, der Downtilt, hervorragender Move gegen Samus. Genau, so muss es sein. Gerade spielt das Matchup richtig. So muss er den Advantage pushen. Aber dann wieder der Reversal, ne? Ja. Da kann man eigentlich entspannten Uptilt unter der Plattform machen. Covert fast alles. Boah, schön, das sieht eigentlich jetzt ganz gut aus. Weil Quick macht es auch sehr gut. Immer wenn der diesen kleinen Mini-Hit abkriegt von Downtilt von irgendwas, dann macht er direkt diesen Intercept-Back oder was auch immer. Mhm. Weil er weiß, Oik wird einfach reinrennen jetzt. Und da kam gerade die Nair in die falsche Richtung, die Eye-Mix-Up. Also man kann es tatsächlich recht willentlich treffen, also dass es in die andere Richtung sendet. Und das ist für den Gegner halt ganz, ganz schwer. Oftmals killt es dann halt in dem Rücken von Samus. Auch wenn es im Neutral gerade extrem gut läuft für Oik, ne? Ja. Ist es im Advantage immer noch so schlimm wie immer eigentlich. Also Quicks Advantage vielleicht auch vor allem gegen Oik. Sieht übertrieben schlimm aus. 80% schon, ne? Ja. Irgendwo 86. Ja. Und das ist eigentlich gegen Mewtwo nicht so extrem für Samus, weil eben Mewtwo halt hat so viel von dir. Also kann so gut. Oh, das. Noch ein SD, genau so. Ähnlich wie das Pet davor, ne?
Ja, ein bisschen aber antiklimatisch, trotzdem, aber... Trotzdem bin ich stolz auf ihn, dass er dass er gewechselt hat. Und ich glaube, dadurch konnte er noch ein paar neue Sachen finden. Ja, ich glaube, es war auch wichtig für ihn, dass er wirklich mal einen neuen Charakter ausprobiert, neue Perspektive kriegt. Ja. Und ja, nicht schlecht, er hat einen Game geholt. Also, das erste seit langem. Großer Erfolg auf jeden Fall. 18-1. Ja. Aber hier an der Stelle auf jeden Fall Congrats an Quick. Ich meine, der war der große Favorit. Ja, wir haben schon 10 Minuten hier gecrashed. Aber krass, Leistung von Quick. Also krass von Quick. Und ja, er gewinnt jetzt auch den größten Pot wahrscheinlich, den es jemals gab aus dem Smash & Zelt. Mhm. Ich glaube, es sind so 80 Euro oder sowas. Gell? Guck mal, eigentlich haben wir die ganze Zeit über andere Spiele geredet. Ja. Wir haben kaum über Quick geredet. Genau, weil jeder kennt ihn. Ne? Er war auch schon auf Amerika, hat den Cola Game 5 gespielt. Den muss man nicht hypen. Das ist eigentlich jemand, den man nicht hypen muss, den muss man nicht introducen. Ja. Eigentlich muss man sein Gameplay auch nicht übertrieben hypen, weil das Ding ist halt, jeder weiß, wie krass er ist. Ne? Ja, wenn er jetzt so diese krassen Tide-Bomb-Näher und sowas kriegt, ne, wir wissen ja schon, haben wir schon 10 Mal gesehen. Aber das Ding ist auch, ich finde, es war bei dem Event jetzt auch für uns irgendwie wichtig, halt auch mal den Rest der Community so vorzustellen. Ja. Oftmals wird Hessen so ein bisschen reduced auf Quick, True4, Youssef. Ja, und der Rest ist halt so ein bisschen außen vor einfach. Und zwar, ich fand, das war jetzt schön bei dem Event, dass man einfach auch den Rest nochmal zeigen konnte, was Hessen eigentlich so an Spielern hat. Auf jeden Fall. Und, ja, ich bin auch immer noch der Meinung, Hessen ist eine sehr underrated Region. Mhm. Auch allein, weil keiner von uns ist aktiv auf Social Media. Ich meine, Kung, Mino und so, die sind nicht auf Twitter wirklich, oder? Ja. Und Twitter momentan macht sehr viel aus. Euch genauso als Beispiel. Ja, und wir spielen vor allem alle keine Online. Das heißt, genau, so die Sachen wie zum Beispiel die John Smash League zum Beispiel, solche Sachen, das sind die halt nicht aktiv. Da sieht man den Namen nicht einfach mal. Ja, die sind ein bisschen getrennt als Community. So, unsere Bubble ist ein bisschen anders, aber ich sage euch, ist cooler. Ey, auf Twitter, ihr wisst Bescheid, ne? Das ist nicht so die coole Community, um jetzt mit Leuten zu diskutieren oder so und so. Ja. Und dann lieber in Person und bei uns, wir sind viel aktiver in Person als jetzt online zum Beispiel. Und ich glaube, wir haben unseren Job eigentlich gut gemacht, die alle vorzustellen. Den Leuten ein bisschen zu zeigen, so ein bisschen Mino ein bisschen zu zeigen, Euk ein bisschen zu zeigen. Ja, ansonsten. Kung und den Mario ein bisschen zu zeigen. Falls jemand Feedback hat, wir sind hier noch neue Commentator, mehr oder weniger. Immer raushauen. Ich denke, wir beide sind auch vor allem sehr offen dafür. Und ja, also ich fand, das Event hat sehr gut funktioniert. Hat überraschend viel funktioniert, obwohl es noch so ein bisschen spontan aufgebaut wurde. Vor allem, wir hatten heute auch nur eine Stunde Zeit. Und bis nächstes Mal wissen wir, Mike vielleicht ändern. Und weil beim Rest, ich weiß gar nicht, der Rest lief clean, oder? Nochmal? Der Rest lief clean, oder? Ja, ich habe das Gefühl, dass, wenn es eigentlich, man hat immer bei so einem Ding, vor allem wenn wir so ankommen und wir haben noch gar keinen Producer hier, wir müssen Sachen regeln, wir hatten die Interviews noch nicht perfekt geplant, wir wussten nicht, ob Marcel Interviews geben möchte. Ja, ja. Und dafür finde ich so insgesamt, wir sind gut an der Schedule eigentlich geblieben, ganz in Ordnung nachher. Wir haben gute Mensch bekommen. Ich fand Karl als Interview übrigens hervorragend. Dafür ist er keine Ahnung von der Smash-Szene, gell? Ja. Konnte alle Fragen stellen und cool ist das auch gemischt hat. Ja, sehr richtig. Also nochmal vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Kalu, der uns da ausgeholfen hat. Das war ja so auch spontane Idee. Genau, der kommt eigentlich nur jetzt für die Bar. Ne? Wir gehen jetzt wahrscheinlich trinken. Deswegen bin ich auch eigentlich hier. Ja, genau. Die denken, du bist für Commentary hier, gell? Genau. Also eigentlich bin ich nur für ein Trinken hier. Das war so super, als spontan. Okay, vielleicht noch ein... vielleicht ein Siegerinterview. Ja, wir könnten vielleicht... wo ist der? Ist der Marcel da? Genau, der mit Hamburg, genau. Ist der Quick da? Guck mal, ein ganz kurzes Siegerinterview machen. Marcel, willst du ein kurzes Siegerinterview haben? Eine einzige Frage oder so? Ja? Soll ich, lass mich gerade übergeben, ja, komm. Machst du das. Okay. Dann, okay. Dann gehen wir mal Cash. Ich will gehen. Ey, wann kommt's nicht? Später? Doch. Ja, okay, dann können wir später mal. Ey, lass mal. Ich will ja noch was, ja? Ja. Gehen wahrscheinlich in eine Bar. Ich kann dich doch gleich jetzt on stream fahren. Lass mich vorher raus. Okay, Marcel. Du kannst das Mikro auch einfach nur halten. Wir müssen jetzt nicht dieses ganze Umständliche machen. Oh, kommst du raus? Okay. Wie ist, bitteschön. Das Mic kannst du einfach, muss gar nicht so nah am Mund halten. Ich denke, so geht's schon eigentlich. Ja. Genau, ja. Alles klar. So. Ja. Okay, erstmal, was fandest du vom Mewtwo hier? Ne? Also, können wir mal die Wahrheit besprechen. Also. Ich habe gedacht, in dem Moment, wo er Mewtwo ging, dachte ich, okay, ich hab gewonnen. Mhm. Und dann habe ich mir ein bisschen so gedacht, ich gehe extra ein bisschen lower, damit er weiter Mewtwo geht. Ja, oh, du hast den Akteur gemacht. Nein, aber ich habe ihn unterschätzt. Okay. Ich habe ihn unterschätzt. Okay. Dann hat er mich richtig platt gemacht. Ja. Ja. Aber dann dachte ich, okay, dann mach jetzt einfach weiter und gewinn. Genau. Ne? Dann hat es auch geklappt. Und dann, ja. Weil ich finde seine Sieg viel gefährlicher.
viel gefährlicher. Ich meine, er ist ja auch wahrscheinlich 99% der Zeit spielt er schick. Hat man ja gemerkt, dass er dann so ein bisschen so, sein Gameplan war sehr simpel so mit Mute im Endeffekt. Genau. Und seine Sheik kann halt immer mal ausrasten, wenn er mal Momentum kriegt und so. Ja, krass, dass du den Akteur einfach benutzt hast. Den Akteur? Ja, der Akteur. Ich mach das eigentlich nicht, aber ich dachte mir, ja, ich mach's einfach mal jetzt. Ja, ist gut. Das ist eine valide Strategie, sage auch immer. Genau wie der Kameratrick. Leute werden irgendwann davon lernen, aber ja. Okay, dann noch irgendeine Frage hatte ich noch. Erstens, kommst du mit zur Bar? Gehen gleich wahrscheinlich ein bisschen was trinken. Ich gehe kurz heim und ich glaube, ist es in der Nähe hier? Oder ja, mehr? Genau, irgendwo hier in der Nähe. Okay, das klingt gut eigentlich, ja. Okay, nice, das war die wichtige Frage. Mhm. Irgendeine Frage hatte ich, glaube ich, noch. Ah, okay, ja, genau. Eigentlich wollte ich dann Fuck Finals machen, gell, mit dir. Ich dachte so, weißt du, du gewinnst ja eh immer und dann muss ich ja ein bisschen rankommen, um da aufzumischen, ne? Und meine Frage ist, wie glaubst du, stehst du eigentlich gerade deutschlandweit? So, ich weiß, das hat nicht so viel mit mir zu tun, weil ich denke, wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass wir beide schon länger auf diesem hohen deutschen Level sind, ne? Mhm. Aber jetzt ist, glaube ich, das erste Mal, dass so die ganze Newcomer-Ära so ein bisschen wieder da sind und dann kam jetzt Tarek sogar und Dark Thunder. Also unser Posten wird so ein bisschen wackelig, würde ich mal sagen. Mhm. Und was hältst du jetzt von diesen ganzen Newcomer und den ganzen, also Dark Thunder und Tarek zum Beispiel? Ja, also erstmal dick Props an Tarek, auch so wie er in Spanien geplaced hat und so. Ja. Sein Katsu jetzt echt krass und sein Green Ninja gut. Also auch wie er. Der Charakter, ja. Ja, so ein bisschen muss man das schon sagen. Ja. Aber auch wie er zum Beispiel gegen Raflow gespielt hat. Ich lieb seinen Green Ninja so. Ja. Und war einfach clean und ich mag seinen clean Playstyle und es macht auch Sinn für mich, dass er noch weit nach oben gehen kann. Bei Dark Thunder, das ist wirklich, wenn man nur ein bisschen unsicher mit sich selber ist, der frisst dich auf. Ja, gell? Der frisst dich lebend auf. Also, eine Maschine einfach. Ja. Der ist einfach so eiskalt, richtig, richtig krass. Und gegen den muss man wirklich on point sein und konzentriert sein und ich sehe da auch eine Menge Potenzial an ihm, weil er ist schlau, er ist richtig schlau, er adaptet auch und er readet gut und so. Ich finde, er hat alles. Krass, große Worte hier für die. Ja, ja, ich finde beide wirklich richtig gut, ja. Also, ich sage das jetzt nicht nur, weil die Deutsche sind, nein, im Gegenteil. Persönlich, wenn ich gegen Franzosen oder so spiele, ich komme klar gegen die. Also, fordert an die Franzosen, ne? Also, ja, oder auch andere Länder. Ich weiß nicht, ich finde. Deutsche, Amerika oder Amerika auch, die Amerikaner genauso, ich weiß nicht, ich outsmarte viele, so aus den anderen Ländern, aber so in Deutschland sind sie ein bisschen anders. Ich finde, Deutschland spielt viel überlegter als die anderen. Ja. Ich meine, wir haben noch andere Spieler, ne? Sir John, natürlich, sehr überlegter Spieler. Oder, also weit auf jeden Fall nicht, ne? Longo auf jeden Fall, sehr überlegter Spieler. Und deswegen, ich glaube, wir haben auf dem deutschen Top-Level damals sehr viele überlegte Spieler gehabt. Ich glaube, die ganze... Ja, die Sache ist, wir sind dafür vielleicht in Execution nicht so gut, in den Gameplans nicht genau, so gut. Genau, genau. Und in den Kombos, die Kombos clean zu machen und vielleicht auch mal Advantage State einfach zu halten, ohne irgendwie großartig... So kompliziertes zu machen. Ja, genau. Das ist dann unsere Schwäche so. Würde ich auch sagen. Ja. Ja, krass. Gutes hier Review auf einmal über ganz Deutschland. Aber ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg. Wenn wir Turniere wie das hier jetzt einfach öfter wiederholen, dann ist das finde ich auch. Also Weg zurück zur Spitze. Huge Shoutouts an dich, an dieses Event. Ja, da Bock machst du Hausen. Und ich habe es auch schon vorhin bei einem anderen Interview gesagt. Ich merke es schon seit einem Monat, seit zwei, dass da sich ein bisschen was tut hier in Deutschland. Also da gab es diese Diskussion auf Twitter und so und ungefähr zu der Zeit habe ich gemerkt, irgendwie so das Feuer kommt langsam wieder. Da passiert was. Da passiert was. Ich glaube, Deutschland wird Ende des Jahres wieder. Auch Shoutout an Toxic Goofy, weil ich finde, ich denke, er inspiriert viele Leute mit seinem Ehrgeiz und wie hart er dran arbeitet. Und ich glaube, ihm ist es auch wirklich wichtig, dass die Leute gemeinsam auch. Er führt so ein bisschen diese Newcomer-Truppe an. Ja. Vielleicht, weil die alle noch so 18, 17 sind, ne? Und er ist. Alter. Okay, ich glaube, das passt aber jetzt. Wir müssen jetzt auch noch abbauen. Ich glaube, schon ziemlich spät. Und ja. Danke fürs Zuschauen. Ich gehe mal rüber und beende den Stream. Macht's gut, guten schönen Abend. Ja, ciao. Boah, ne. Wenn wir kann, nächstes Mal bitte nicht ausgerechnet die zwei Sets von dem Stream, wo ich verliere. Ja, war nicht so. Okay.